So, hallo Leute, Enrico Buschke auf der Oberland. Heute machen wir eine kurze Gärvorstellung. Ich habe da vom Betriebsort aus hat es solche Powerbanks gegeben mit Solar. Und das hat 8000 mA. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zum Laden. Zum einen natürlich mit Solar. Und zum zweiten kann ich es direkt nachher über Strom anstecken. Da ist ein Eingang und da USB-Ausgang. Ich habe 4 Kontrollleuchten. Da sind jetzt nur ungefähr 75% voll. Sobald man das ins Licht hebt, dann erscheint vorne eine grüne Kontrollleuchte, damit es ladet. Aber da braucht es einiges an Zeit, damit da überhaupt ein Punkt einmal erscheint. Also es dauert schon, in der Sonne dauert schon eine Ewigkeit. Und wenn man es über den Strom ladet, dauert es ungefähr 5 bis 6 Stunden, dann ist der Akku voll. Der Powerbank hat auch eine Licht, wenn man da hinten drauf drückt. Habe ich da eine Lampe dabei. Und auch so ein Stroboskop. So schaut das Ganze aus, jetzt zeig's euch einmal. Außen ist alles mit Gummi. Und mitgeliefert wurde eben der Powerbank und da das Kabel mit 3 verschiedenen Anschlussmöglichkeiten. Micro, USB, nachher Lightning-Kabel für die neuen iPhones und nochmal ein iPhone-Ladekabel für die älteren Modelle. Und hier haben wir noch zusätzlich dazu gekauft, nachher noch so einen Mini-Karabiner. Den kann man noch einhängen. Und noch irgendwo am Rucksack befestigen. Ich werde euch noch einen Link unten hinzufügen, wie die Powerbank heißt, und dann könnt ihr das nachher selber anschauen. Bis jetzt bin ich relativ sehr zufrieden mit dem Teil. Wie gesagt, in der Sonne braucht es ziemlich eine Weile, bis es ladet. Aber wenn man es über den Strom und zu Hause ansteckt, in 5 bis 6 Stunden ist der Akku voll. Und ich kriege ungefähr mit meinem Handy ungefähr 2,5 Ladungen aus. Ja, also eine ideale Lösung, wenn man draußen in der Natur ist, einfach einen Rucksack aufhängen und nachher ladet es automatisch. So etwas kann man immer gebrauchen. Ja, für Fragen, Anregungen bitte gerade Kommentar schreiben. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!